Mausoleumsgarten. Okay, wir wurden offensichtlich von einem Tintenfisch entführt. Ich meine, warum auch nicht? Ich denke, das passiert in Japan und in China passiert das jeden Tag. Vielleicht sollte ich versuchen aufzusteigen, bevor ich hier weitergehe. Ich traue dieser Umgebung nicht. Aber wir müssten jetzt in den DLC-Gebieten sein. Also war tatsächlich nur... Wir nehmen mal hier so eine Ritterseele. Nur der zerstörte Anhänger nötig. Und ansonsten nichts weiteres. Also wir mussten jetzt kein Gespräch mehr mit ihr führen. Was mich halt ein bisschen verwirrt hat, ist die Tatsache, dass sie mir keinen Hinweis auf den Anhänger gegeben hat, wie es eigentlich in der Wegbeschreibung stand, die ich gelesen habe. Aber gut. Da wir Bescheid wussten, ist das jetzt auch kein Beinbruch. Der Beinbruch kann vielleicht gleich folgen, wenn wir hier miese Gegner treffen. Gut. Wir nehmen einmal Kondition, würde ich sagen. Auch wir nehmen einmal Vitalität. Ein bisschen Vitalität schadet ja auch nicht. Ich sehe es gerne, wenn mein Vitalitätsbalken länger wird. Ich sehe es generell gerne, wenn irgendetwas bei mir länger wird. Für solche Aussagen könnte ich mich schlagen. Oh. Warum denn jetzt schon eine Nebelwand? Nicht euer Ernst. Fucking hell. Okay. Oh Gott. Oh. Das müsste ein Manticore sein. Eine Sagengestalt. Oder ist es einfach nur... Ich weiß gar nicht. Es könnte ein Manticore sein. Oder eine Chimera. Entweder das eine oder das andere. Das Vieh ist ziemlich episch vom Design, aber hat mir nicht sonderlich viel entgegenzusetzen. Wir sind auf jeden Fall stärker. Oh! Oh! Hier wäre eine bessere Blitzresistenz gar nicht schlecht gewesen. Ha! Strike! Bling bling, Wächterseele. Menschlichkeit. Was ist das? Hört ihr das? Das klingt, als würde irgendwie so ein Moped an mir vorbeirasen mit 120 Sachen oder sowas. Was bringt denn diese Wächterseele? Ist das so eine ganz normale Bossseele? Seele des Mausoleumswächtern. Ja, das ist es. Cool. Wir haben den also gleich besiegt. Mensch, wer hätte denn damit gerechnet? So, wo kamen wir jetzt raus? Kamen wir da raus? Oder kamen wir hier vorne raus? ...30.000 Seelen haben wir auch bekommen. That's cool. Nee, ich glaube, hier kam ich her, oder? Naja. Ich reste mal am Bonfire. Oh Gott, diese Anglizismen. So. Und dann können wir auch so gleich weiter. Ja, dieser DLC beinhaltet 4 Bosse. Was ich beachtlich finde. Also das scheint kein kleiner DLC zu sein, sondern wirklich dann schon ein bisschen länger. Was ich mir zum Beispiel bei den Darksiders 2 DLCs gewünscht hätte. Die sind ja dann doch ein bisschen kurz ausgefallen. Ich denke, dass wir hiermit länger als 2 Stunden beschäftigt sein werden. Denke ich zumindest. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht beißen wir uns an einem dieser Bosse ja wirklich die Zähne aus. Wow. Olasil Mausoleum. Das sieht schon mal richtig geil aus. So ein Gebiet habe ich mir gewünscht. So ein richtig schönes Waldgebiet. Hier wäre auch ein Bonfire gewesen.
würde sagen, wir versuchen erstmal so zurechtzukommen. Schaffen wir es nicht, entfachen wir das Ganze und wir bekommen ein bisschen mehr Estus-Flakons. Wir erkunden hier mal ein bisschen. Da vorne haben wir auch gleich schon was gefunden. Das sieht sehr cool aus alles hier. Diese Steinstatuen. Als hätten wir eine Art Versammlung im Gange. Dark Souls hat sich definitiv zu einem meiner Lieblingsspiele gemausert. Das ist ein ganz außergewöhnliches Spiel, wie es nur selten entwickelt wird und vorkommt. Oh Gott, da haben wir einen von diesen Pilzen. Sei bitte ein Freund. Ein Freund! Endlich! Kann ich dich jetzt rauchen? Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Noch vielen Dank. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. Danke. But Princess Dusk is here no longer. Snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Vorzeitmensch? Natürlich werde ich sie retten. Ich habe ein Auge auf sie geworfen, wenn ich ehrlich bin. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. Ein Pilz? I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Aurasil. Na gut, was kann ich denn bei dir kaufen? Reparaturpulver? Goldharz. Das ist verdammt cool. Da werde ich mir erstmal... Och, ich kann nur 5 Stück kaufen. Mehr nicht, mehr hat sie nicht. Gut. 5 Stück ist aber schon mal nicht schlecht. May the flames guide thee. Ich will noch mal ein bisschen mit dir reden. Vielleicht hast du ja noch mehr zu sagen. Elizabeth? Ich werde ab jetzt jeden Pilz Elizabeth nennen. Struggling, are we? If there's anything I can do, never hesitate to ask. Natürlich. Ich zögere nie, einen Pilz im Wald anzusprechen. Was glaubst du denn? Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast and threatens to swallow the whole of Aurasil. Oh. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Ich auch. Okay, von Ritter Artorias haben wir auch schon mal was gehört. Wie gesagt, wir werden uns noch besser mit der Lore auseinandersetzen. Wir werden die Gegenstandstexte alle lesen und dann mal gucken, welche Zusammenhänge wir noch knüpfen können. Es wird wohl Hauptaufgabe in diesem DLC sein, einmal den Abgrund zu besiegen und Prinzessin Dusk nochmal zu retten. Gleich dürfte der Internet-Reset kommen. Weshalb dann hier einmal meine Verbindung abbrechen wird, aber wir kennen das ja schon. Ich finde das ein sehr tolles Gebiet hier bisher. Ich halte es nicht aus. Ich halte es sehr gut aus. Waldgebiete finde ich immer sehr schön. Und da oben warten noch schon die ersten Gegner auf uns. Das scheint definitiv ein neuer Gegnertyp zu sein. Was ist denn das da? Ich weiß auch nicht so recht. Königlicher Wald. What the fuck? Was seid ihr denn für Bauern? Reicht euch euer Mais nicht? Okay. Allzu stark sind die nicht. Kick it like Beckham. Kick it. Kick it into the ground. Ja, das ist im Grunde ein Wald wie der Finsterwurzwald, nur halt heller. Wesentlich heller erscheint mir das Ganze hier. Das ist noch einer von diesen Knechten hier. Knecht Ruprecht. Oh mein Gott! Was? Was war das denn für eine Mega-Attacke? Oh, auf den muss ich aufpassen.
Da wartet schon ein zweiter auf mich und ich bin tot. So schnell kann das gehen. 26.000 Seelen, viel Menschlichkeit. Ich muss definitiv das Leuchtfeuer entfachen. Hä? Ich war doch beim anderen. Was soll denn das jetzt? Habe ich da nicht richtig dran gerastet? Doch, habe ich. Oder? Natürlich habe ich. Okay, also ich habe diese Steinriesen ein bisschen unterschätzt. Wir haben ähnliche im Finsterwurzbecken gesehen, beziehungsweise im Garten. Allerdings hatten die, glaube ich, ein bisschen andere Rüstung. Und hatten auch ein Schwert, statt eines riesigen, gewaltigen, zweihändigen Hammers. Beziehungsweise einhändig, aber normale Menschen würden es wahrscheinlich zweihändig tragen. Nutze ich einmal meine Doppelmenschlichkeit, um das Ganze hier zu entfachen. Richtig. Ich muss also meine Aushöhlung umkehren. Hoffentlich. Wenn man menschlich ist, können die Leute einen hier invasieren. Oder invadieren, oder wie es heißt. Das ist ein bisschen nervig. Und ich hoffe, das wird nicht passieren. Ich will keine Störung im LP, ansonsten flame ich euch in Grund und Boden, Leute. Ich sehe eure Benutzernamen und meine Abonnentenschar wartet nur darauf, euch zu zerfleischen. Das tut ihr doch für mich, oder? Wenn ich ganz lieb frage. Ich glaube, ich muss meine Seelen wiederholen, bevor der Internet-Reset kommt und ich hier rausfliege, ansonsten... Bedenken, dass das Ganze irgendwie als verloren gilt. Da vorne ist dieser Riese. Probier dein Glück. Zuerst willst du dein Glück probieren. Okay. Tot. Tot. Himmel. Himmel. Himmel, das sind vielleicht Attacken. Freundchen, es reicht. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Die sind nicht ohne. Bringen dafür aber relativ steingroß Axt. Funkeltitanit, die bringen Funkeltitanit, okay. Dann ist ihre Stärke gerechtfertigt. So. Da haben wir weitere. Boah. Da habe ich wieder nicht gut genug aufgepasst. Da hätte ich eher zu ihm hingehen sollen. Autsch. Hau ab. Und tot. Wow. Wow. Komm doch ein Stück mit. Warum nicht? Was haben die eigentlich? Bluteter Moosklumpen. Das ist, glaube ich, gegen Vergiftung, oder? Lila Moosklumpen. Ach, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Halten wir uns erstmal hier am etwas lichteren Teil des Waldes auf.